Hallo, da es tagsüber zu heiß war, haben wir unsere Gassi-Runde jetzt in den Abend verlegt. Wir sind jetzt hier in Urlaub, wir sind in Spanien. Was ihr da vorne seht, das ist die Bucht von Pals. Da auf der Ecke, da liegt Pals. Und was man jetzt nicht sieht, so in der Richtung, da durchs Gemüse durch, da ist Estartit. So, wir sind in Torrevieja, da sind wir einquartiert. Und Torrevieja liegt hinter einem schönen Pinienwald. Und da oben ist ein, das sieht man jetzt von hier aus nicht, ich stelle mal noch ein Foto davon ein, Castel de Montgris ist da oben, ein nie fertiggestelltes Castell, was zur Überwachung mal irgendwann gebaut werden sollte. Und ja, was machen wir hier? Wir verbinden unsere Gassi-Runde. So, ja, da war mal Gastronomie irgendwann. Und da oben, da hinten irgendwo, da ist ein Wanderparkplatz. Ist ein Naturschutzgebiet hier oben. So, und wir verbinden die Gassi-Runde mit einem Hobby, was ich jetzt neu entdeckt habe, Geocaching. Und irgendwo da hinten in dem Gemüse, da ist dann irgendwas versteckt. Von hier aus noch 1000 Meter Luftlinie. Naja, wollen wir sehen. Also, bis dann. Hallo? Pina und ich sind mal eben in die Berge oder in die Hügel und haben ein neues Hobby entdeckt. Schon von zu Hause aus mitgebracht. Geocaching. Und irgendwo von hier aus 150 Meter ist wieder einer. Und Pina zeigt mir den Weg. Gucken. Oh, ein Kuckuck. Ist er ruhig. So, dann schauen wir mal. So. Jetzt sind wir kurz davor. Ich vermute mal, dass das Objekt unserer Begierde hier in diesem Bunker ist. Wo ihr gut sehen könnt, das so eine komische Sprache. Mal sehen. So, das Teil haben wir gefunden. Der Hinweis lautet am Fuße der Kiefer nach unten. Naja, das sieht aus wie eine Kiefer, wie alles andere hier auch. Aber ich habe die Bilder beguckt und eine Adamsriese müsste das hier sein. Oh, da ist es, der Trackable. Ha. Hurra, gefunden. Pina, wir haben es gefunden.